Also wenn man versuchen möchte, Pilze zu kategorisieren, dann geht das auf einer biologisch-taxonomischen Ebene prinzipiell noch ganz gut. Aber wenn man versuchen möchte, aus einer menschlichen Perspektive heraus, dass das pilzische Sein, nennen wir es mal so, nachzuvollziehen, dann kommt man schnell an eine gedankliche Grenze. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir eine endliche Körperhülle haben sozusagen. Also wir denken aus einem Individuumscharakter her. Und diese Form der Grenzen, der Abgrenzungen des Ichs und des Anderen, das funktioniert bei Pilzen so eher schlecht oder prinzipiell gar nicht. Das Ende eines Pilzindividuums, wenn wir es so nennen wollen, und der Beginn des anderen, diese Grenzen sind nicht in Schwarz und Weiß zu gliedern, sondern schattieren sich. Myzelgeflechte sind weniger feste Entitäten als eher prozessuale Mechanismen oder einfach Prozesse, also relationale Prozesse. Wenn quasi jeder Schritt, den man tut, gleichzeitig zum vergangenen Körper wird. Also jede Spur, die man hinterlässt mit seinem Körper, wird zum Körper. Auch wenn man sich vorstellen würde, man könnte als Mensch durch zwei oder drei Türen gleichzeitig gehen und würde immer die gleiche Bewegung machen, aber eben durch unterschiedliche Gänge laufen und das zur selben Zeit und alle Informationen trotzdem simultan verarbeiten können. Das ist, glaube ich, das bringt uns an so eine gedankliche Grenze. Das ist schwer nachzuvollziehen. Wie so eine Arbeit im Labor ausschaut. Also mein Ansatz ist eher zu versuchen, oder mit der Frage heranzugehen, wie niedrig können die Anforderungen oder die Einstiegshürden sein, um trotzdem mit Mycelium zu arbeiten und auch DIY oder alternativere Ansätze zu finden und zum Beispiel also einen Reinraumfilter zu bauen mit einer Dunstabzugshaube und einem HEPA-Filter zum Beispiel. Wie kann man auch das Labor anders denken? Wie kann man Labore nicht als geschlossene Räume, sondern als offene Räume sehen, wo man auch Wissen sozusagen teilt oder weitergeben kann und sich darüber austauscht? Die Tatsache, dass ich in einem Labor arbeite, das mit offenen Wänden quasi ausgestattet ist, bedeutet, dass ich sehr viele Gespräche führe und natürlich dann Leute auch mich darauf ansprechen, was ich da mache, die interessiert sind. Und jedes dieser Gespräche wiederum hat mich auch wiederum beeinflusst. Beziehungsweise ich nehme Gedanken mit aus einem Gespräch, das an der Zaunwand oder an der Tür sozusagen geschehen. Und all diese eigene Form des Denkens und der theoretischen Praxis kann man selber ja auch schon als eine Art Netzwerk denken. Und dann stellt sich natürlich die Frage der Autorschaft irgendwann ganz zwangsläufig. Also wo sind meine eigenen Gedanken noch? Und wo sind die der anderen und wo haben wir eigentlich schon ein
Wir-Netzwerk in diesem Mykoskene-Projekt, wie ich es ja nenne, gebildet. Wenn man sich fragt, wie ein Szenario aussehen müsste, in dem Mycelium als ein verträglicher Baustoff tatsächlich in der größeren Fläche funktionieren könnte, dann ist es bisher, würde ich sagen, relativ schwierig. Das liegt daran, dass die Produktionsprozesse von Mycelium hohe Anforderungen haben, beziehungsweise auch eigentlich hochgradig artifiziell sind. Also man muss sich das ja so vorstellen, an sich nimmt man ja einen Pilz aus dem Wald. Und an sich basiert ja dieses Leben oder diese Ökologie auf einer Verflochtenheit, auf einem In-Beziehung-Sein und in Relation zu anderem stehen. Und der Versuch, sozusagen einen Organismus in seiner Reinform zu extrahieren, bedeutet wahnsinnige Anstrengungen, die man aufbringen muss. Das heißt, man muss unendlich steril arbeiten. Man muss versuchen, mögliche Formen von Kontaminationen zu vermeiden. Das heißt, dass andere Sporen, andere Mikroorganismen in diese Gesamtheit mit eindringen. Und wenn man sich ein Szenario vorstellen möchte, in dem mit Pilzen auf einer anderen Art und Weise kooperiert werden kann, dann müssen wir Menschen, glaube ich, auch unsere Anforderungen an Gebäude, an Architekturen, an Wachstumsformen vielleicht auch ein Stück weit hinterfragen oder nochmal neu denken, wenn wir Pilze wirklich als Partner sehen wollen in einem Co-Design oder Co-Gestaltungsprozess und nicht eben wieder als einen ja, angeeigneten Agenten. Also, warum sollte ein Pilzmyzel oder warum sollte ein Pilz in eine Steinform wachsen? Das ist, weil wir unsere Häuser vielleicht in Steinen oder in Wänden denken, auch wenn das vielleicht gar nicht dem entspricht, was vielleicht dieses Pilzlebewesen sozusagen denken würde. Aber es ist dann wieder eine gleiche Figur. Man nimmt einen Stoff, versucht es sozusagen aus einer ökologischen Denke heraus zu sehen, aber letzten Endes sind die Fertigungsmechanismen doch wieder sehr ja, effizienzbasiert. Und ich glaube, genau dieses Effizienzdenken ist etwas sehr, sehr Menschliches. Diesen Prozess dieses Wachstums oder der stetigen Veränderung
auf einen Stillstand zu setzen, müsste man diese Lebensform abtöten tatsächlich. Ja, ist die Frage, ob wir da nicht eben wieder eigentlich in die gleiche menschliche Falle tappen, dass wir uns etwas aneignen und dem quasi unseren Prinzipien, unseren Ansprüchen, unseren Anforderungen eigentlich unterwerfen. Die Frage, wiefern das meine Arbeit oder was ich gelernt habe in diesem Umgang mit Pilzen, ist es, glaube ich, tatsächlich eine andere Form der Zeitlichkeit einzunehmen und in so eine Art meditativen Rhythmus zu verfallen und mich auch so ein bisschen dem Rhythmus meines nichtmenschlichen Co-Designers oder Co-Agenten auch anzupassen und sozusagen auch warten lernen zu müssen, dass man lernen muss, diese Grenzen auch zu respektieren. Da kommen ja, Rückschläge oder auch eben Fehler oder der Pilz wächst einfach nicht so, wie man sich das gedacht hat, obwohl alle Versuchsanordnungen genau gleich waren, weil es einfach auch ein Lebewesen ist, das sensorisch funktioniert, das auf Gegebenheiten sich anpasst oder auch einfach ja, jeweils nach unterschiedlichen Bedingungen wächst oder funktioniert. Vielleicht ist das größere Potenzial eher die Denkstruktur, die man von Pilzen lernen kann, als vielmehr ein haptisches Material. Also die Tatsache, vielleicht sich selbst als Individuum nicht ganz so ernst zu nehmen oder sich selbst in einer Relation stärker wahrzunehmen. Ich glaube, das sind Prozesse oder Ansätze, die aus vielen Richtungen heutzutage gefördert werden oder immer stärker auch in den Fokus rücken. Aber es ist definitiv etwas, was unserer Zeit entspricht und was auch nötig ist. Wenn man den Versuch wagen möchte, sozusagen die menschliche Existenz nicht als eine individuelle Form des Daseins zu betrachten, sondern vielleicht mehr als eine individuelle Form des Daseins, also nicht ein atomistisches Ungeteiltsein, sondern mehr ein Geteiltsein in Relationsein zu, wird es natürlich auch spannend, wenn wir sozusagen auch den Maßstab ein bisschen hochskalieren, also weg von dem Einzelnen in oder Individuum hin zu Gemeinschaftsformen, zu Gesellschaften. Dieser Schritt des über sich hinausgehens, dieses außer sich geratens, das ist natürlich auch eine Frage ist, die ich finde sie zumindest spannend, dass es mit einer Form von Freude, aber auch mit Leid natürlich verbunden ist. Also diese Form des Außer-sich-Tretens hat ja was sehr Freudvolles, Ekstatisches, aber eine Ekstase kann eben auch
schmerzhaft sein, wenn man die Grenzen, die einen irgendwie einzuhegen scheinen, egal wie künstlich sie sind oder auch nicht. Und diese Offenheit, sich zu bewahren, dass das natürlich auch eine Anstrengung ist, dass es nicht immer nur was Tolles sein muss und irgendwie mit Freude verbunden ist, sondern dass es auch schmerzhaft sein kann, wenn eine Wunde sich nicht schließen kann, sondern die immer auch offen ist, um sozusagen in diesen Austausch treten zu können. Und diese Form von individuellem Sein ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung für unsere Form des Miteinanders im 21. Jahrhundert. Aus einer menschlichen Denke heraus, individuelles Sein verstehen zu wollen oder konsequent bis zum Ende denken zu wollen. Ich glaube, da wir stoßen an eine Komplexitätsgrenze, die es schwierig macht. Aber ich würde es vielleicht eher als eine Art Herausforderung oder Anforderung sehen, immer wieder diesen Schritt in die Öffnung hineinzugehen und immer wieder quasi aus dieser vielleicht eine Art von Bequemlichkeit herauszutreten. Ob das jetzt zu einer Zielerfüllung ist, ist vielleicht eine zweite Frage, aber vielleicht ist es eher was ein bisschen eher wie ein utopisches Gedankengut funktioniert. Eine Utopie, der Nicht-Ort ist ja eigentlich immer auch eine Art, eine Horizontbewegung, die man nicht erreichen kann, aber auf die man die ganze Zeit zulaufen sollte. Und ich glaube, wir können davon definitiv was lernen und sollten weiterlaufen zum individuellen Horizont hin.